Diesmal ist nichts mit Lachen am Anfang. Es geht um die Krise. Ich habe hier Ines Schulz Bücher. Schön, dass du noch mal bei mir bist. Es ist echt immer wunderbar mit dir. Allein dein Lachen steckt schon an und hilft einem aus jeder Krise raus. Von daher, ich freue mich riesig, dass du Zeit für mich gefunden hast. Vielen Dank. Und für die, die uns, also die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor und erzählst uns ein bisschen, wie dein Thema denn heute lautet. Also was denn genau da der Hintergrund ist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte heute was zum Thema Umgang mit Krisen und Bewältigung von Krisen meistern beitragen, weil ich denke, dass ich ziemlich viel Krisenerfahrung habe. Und zwar einerseits persönlich als Privatperson, aber als Coach habe ich auch natürlich Klienten, die sich in Lebenskrisen befinden. Lebenskrisen, da sagst du was. Es ist, glaube ich, in jedem Leben die eine oder andere Krise, die vorkommt. Ich bin jetzt vorhin auch mal gefragt worden, Krisen war auch mein erstes, so nach dem Motto, bei was kann man denn zu dir kommen, sage ich, wenn man in einer Krise steckt? Und dann habe ich gesagt, selbst Hochzeiten können Krisen sein, ne? Also von daher, was genau meinst du mit Krise und was ist für dich eine Krise und wie kommt man da wieder raus? Oder wie merkt man überhaupt, dass man in einer drin ist? Ja, gute Frage. Also ich habe mir jetzt keine wissenschaftliche Definition zurechtgelegt, was Krisen sind, aber meistens sind Krisen Situationen, die uns sehr plötzlich mitnehmen, auf die wir meist nicht gefasst sind und die erheblichen Einfluss auf unser psychisches und auch physisches Wohlbefinden haben, beziehungsweise auch unser ganzes Leben betreffen. Das würde ich so als Krise Ja. bezeichnen. Ja. Und naja, es gibt dieses Schlagwort von Resilienz, ja, also Widerstandskraft. Und es gibt einfach Menschen, die in Krisen ganz gut sich über Wasser halten und andere eben da mitgenommen werden und darunter viel mehr leiden oder eben auch nicht gestärkt aus Krisen hervorgehen. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, wenn mir viele Leute mal sagen, Mensch, Ines, wie schaffst du das alles? Ja, wahrscheinlich liegt es natürlich auch ein bisschen an meiner Vita, meiner Biografie, meiner Erziehung. Ohne dass ich da jetzt sehr viel zu diesem Thema Literatur gewälzt habe. Also schon sehr viel auch persönliche Erfahrung. Ja, Erfahrung, das macht es eigentlich. Also ich habe ein Programm laufen, das heißt Neurografik der Veränderung. Da geht es tatsächlich darum, wie man mit der Veränderung umgehen kann. Und Krise oder Veränderung ist ja meistens keine Entscheidung, sondern Veränderung ist ja etwas, eine Entscheidung, vor die man gestellt wird sozusagen. Es ist nur selten so, dass man selber das initiiert und sagt, okay, ich ziehe jetzt von A nach B, weil es mir Spaß macht. Und da ist das so eine Vorbereitung drauf, ne? Da kommt natürlich auch der ganz selbe Ablauf wie bei einer normalen Krise, auch nur ohne diese Emotionalität. Und ich habe das Gefühl, Trauer ist, also der Tod von Menschen in der Umgebung sind Krisen. Scheidung sind so eine Form von Krisen. Auch das, was momentan draußen in der Welt passiert, ist irgendwie eine Krise, was auch immer die Ursache oder die Wirkung davon ist. Wie gehen wir damit um? Was können wir denn da machen? Also du hast es ja erstmal angesprochen, was alles so Ursachen und Auslöser von Krisen sein können. Und da finde ich ganz wichtig, dass es sehr häufig Auslöser sind, die wir nicht, ich sage jetzt mal, in unserem Einflussbereich haben. Also wo wir Ja. nichts oder nur wenig gegen tun können, auch um das vorwegzunehmen. Ja? Bevor ich deine Frage beantworte, wie wir damit umgehen können, würde ich einfach mal so ein paar, was aus meiner Sicht für mich Krisen waren, mal aufzählen. Ja, du hattest eben von Trauer und Tod gesprochen. Also in meiner Familie sind sehr viele Leute an Krebs gestorben, auch in jungen Jahren. Meine Schwägerin war knapp über 40. Ich habe eine Vergewaltigung als Kind hinter mir. Die Wende war für mich krisenhaft, weil sowohl mein Mann als auch ich beide arbeitslos geworden sind. Wir haben zwei kleine Kinder gehabt und hatten sehr, sehr wenig Einkommen, also sozusagen mit einem Fuß beim Sozialamt. Und dann Ja. hieß da, wenn sie noch die Krankenkasse bezahlen können, dann kriegen sie keine Sozialhilfe. Also, Ja. auch monetäre, also finanzielle Krisen, Existenzkrisen. Ja, dann jetzt mit Corona, dann kriegst du überall Absagen, deine Kunden brechen weg. Das sind dann auch nochmal Existenzkrisen. Ja, Ja. aber vor 3 Jahren, weswegen ich auch die Idee hatte, mit dir über das Thema Krisen zu sprechen, war ich mit meiner Mutter im Urlaub und komme zurück und mein Mann sagte zu mir, setz dich mal auf die Couch und ich war noch so voller Urlaubsfreude und wollte was loswerden. Und da sagte er zu mir, ja, ich habe den Verdacht, dass ich einen Tumor in der Schulter habe und deswegen kann ich die seit einem halben Jahr nicht bewegen.
Und dann stellte sich das heraus, dass mein Mann akute myolische Leukämie hat und nur überleben wird, wenn er eine Stammzellentransplantation bekommt. Ach, die Grüne, und dann hat der Chemo alles rauf und runter durch, ist dadurch, durch die Nebenwirkung der Chemo, hat er noch eine Lungenentzündung und ein komplexes Organversagen gehabt, lag über 3 Monate im Koma, insgesamt war er ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und ich habe die ganze Zeit parallel gearbeitet, war jeden Tag im Krankenhaus und viele Leute haben gesagt, woher nimmst du die Kraft, wie schaffst du das eigentlich? Und bis heute hat er noch nicht von allen sozialen Trägern, so wie es sich gehört, das Geld, was ihm dazu steht. Das heißt also, was mich da total ärgert, warum ich da auch was zu sagen möchte zum Thema, wie gehe ich mit Krisen um, ist, dass die Leute, die dann eine Behinderung haben, also mein Mann hat jetzt eine Gehbehinderung dadurch und so weiter erlebt und wir freuen uns und haben unseren 33. Hochzeitstag dieses Jahr gefeiert, also hey, zweieinhalb Jahre danach. Für alle gilt er als geheilt, also es sind keine Krebszellen mehr nachweisbar, sonst würde ich hier vielleicht auch nicht so sitzen und so locker darüber reden. Jetzt hast du so gefragt, ja, wie kann man dann damit umgehen? Also das Erste, ich bleib mal an diesem Beispiel, Partner an Krebs erkrankt. Das eine ist erstmal die Situation annehmen. Also viele fragen sich dann, warum gerade wir oder warum gerade ich? Ne? Zu sagen, oh, jetzt fordert uns das Schicksal heraus. Und da habe ich so gesagt, jetzt müssen wir zusammenhalten und mein erster Gedanke war, das schaffen wir irgendwie. Das zweite finde ich, man sagt immer positive Grundeinstellung, kann man haben, für manche ist das nicht möglich, ne? Also zu sagen, oh, der könnte dran sterben und so viel Prozent und dann liest man im Internet und ich finde schon, man sollte informiert werden, also ihr da draußen informiert euch über bestimmte Rahmenbedingungen, aber was ich eben wichtig finde ist, je mehr man darüber liest, desto höher wird gegebenenfalls die Angst und Angst ist kein guter Partner in der Krise. Nee. Weil Angst führt dazu, dass wir nicht nachdenken können und dass wir, ich sag mal, nicht rational handeln, ja, und deswegen fand ich ganz wichtig, jetzt so ein bisschen die Angst mal zuzulassen, aber zu sagen, liebe Angst, jetzt bist du da, aber das, du bringst mich jetzt nicht weiter und deswegen finde ich, vielleicht ein besserer Begriff, eine neutrale Grundeinstellung, es ist, wie es ist und mal schauen, wie wir da jetzt durchkommen, ne? Das war für mich das Zweite und dann das Dritte ist so aus meiner Sicht, so ein wertschätzendes Erinnern. Also wie hast du bisher Krisen gemeistert? Was und wer hat dir da geholfen? Ja. Und ich bin so jemand, ich gucke immer, wem geht es noch schlechter? Ja. Und in der Situation habe ich gesagt, Mensch, mein Mann, der wird bald 60 und nun hat er halt Krebs. Aber es gibt Kinder, die sterben an Krebs, Babys, die sterben an Krebs. Es gibt Leute, die verunfallen und sind beide Beine amputiert. Ich hatte so einen Teilnehmer mal oder von unseren Freunden, einzige Tochter, die ist bei einem Autounfall im Austauschjahr verunfallt, als unsere Tochter auch im Austauschjahr war. Ja? Mhm. Wir sagen, ja, das ist ja viel schlimmer, sein einziges Kind mit 18 zu verlieren. Und dann gucke ich immer auf Leute, denen es sehr, sehr viel schlimmer geht. Einerseits, dann geht es mir gleich besser. Und das Zweite ist, dass ich auch an Leute denke, die eben Krisen gemeistert haben. Also so, ich sag mal, kennen alle Nelson Mandela, der da über 30 Jahre im Zuchthaus war. Ja? Oder dieses Ehepaar, was seine Ehe erhalten hat und trotzdem jetzt wieder glücklich sein kann, obwohl die jeden Tag an ihre Tochter Julia denken werden. Oder wie dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der da bei dem Gottschalk verunfallt ist, dieser Toner, der dann querschnittsgelähmt war und der jetzt da eine Beziehung hat und trotzdem glücklich ist. Ja? Dann, das sind für mich Gedanken, die aus meiner Sicht hilfreich sind, weil ich von denen was lernen kann, wie die damit umgehen und wieder aufstehen. Und dann frage ich mich immer, woher bekomme ich Energie? Also aus meiner Sicht, in einer Krise zu stecken, ist eine Energiefrage. Und da sind wir wieder, haben wir schon letztes Mal auch besprochen, beim Thema Gedanken. Ja? Ja. Wenn ich nur ins Katastrophisieren neige, also wie soll ich das alles schaffen? Was ist, wenn der stirbt? Und wie muss ich das jetzt, also sonst hat mein Mann immer alles gemacht, ja, Steuern, Überweisung, alles. Ich habe hier den Gerichtsvollzieher vor der Tür gehabt, weil alles wird online abgerechnet, abgebucht, gar nicht, die mein Mann in seine Accounts kriegt. Also was da alles noch dran hing, ja, das kann sich eigentlich keiner vorstellen, der da nicht betroffen ist. Und also die größte Energie habe ich wirklich von meiner Familie und meinen Freunden bekommen, die eben nicht nur gefragt haben, wie geht's dem Mann, sondern auch, wie geht's dir? Oder die da waren, die ihn besucht haben. Aber ich bin da auch total dankbar in Bezug auf die Menschen da im Krankenhaus, ja, die dann mal ein Ohr hatten, die für meinen Mann da waren, aber auch mal für mich. Ich habe übrigens
gesehen, wie die gearbeitet haben, damals schon am Limit, und das ist 3 Jahre her. Das heißt, das Gesundheitssystem funktioniert, aber zu Lasten der Leute, die darin arbeiten. Das möchte ich an der Stelle unterstreichen. Und das bedeutet, dass ich dankbar bin, dass die mehr geben, als sie eigentlich müssen und bezahlt bekommen. Ja. Ich glaube, das ist noch so eine Säule. Ja, Familie, Freunde, Dankbarkeit, das ist ein weiterer Aspekt. Dann darf ich noch? Ich hatte so mir 7 Sachen. Na klar, mach mal. Dann, also das ist so, wo ich Energie von Menschen bekommen habe. Dann bin ich jemand, der Zitate und Sprüche mag. Und also so eine Mutmacher, ja. Sprüche, Fotos, aber auch Bücher. Es gibt zum Beispiel ein Buch, Schleichwerbung, ja. Das heißt Hühnersuppe für die Seele. Da liest du lauter so eine Krisengeschichten und du musst trotzdem dabei schmunzeln und manchmal geht es auch traurig aus. Und trotzdem kriegst du dadurch Energie. Das finde ich schon sehr anspornend. Ja, dann dieses, es ist, wie es ist. Also ich bin eher so ein Mensch, der denkt, was ist in 5 Jahren, in 3 Jahren, ne, so. Also zum Beispiel meine Schwester, die hatte mal, da war sie 40, die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das ist wie ein Todesurteil. 2 Wochen mit der Diagnose und nach 2 Wochen kam dann das alles nur Verwachsung. Da habe ich die schon auf dem Friedhof gesehen, ja. Und jetzt habe ich gelernt, also jetzt wäre ich fast 60, also schon 20 Jahre her, dass es nichts bringt zu überlegen, was ist im November, Dezember, was ist nächstes Jahr, weil das mich ja Energie kostet und auch wieder, das sind wieder Ängste, ja. Ja. Zu sagen, okay, ich habe heute den Tag, habe ich das und das vor, am Ende des Tages abgehakt, habe ich das und das geschafft. Ja. Und dieses im Hier und Jetzt leben und jeden Tag zu überlegen, worüber habe ich mich heute gefreut. Und diese Freudfähigkeit, das haben viele nicht. Also heute habe ich mich zum Beispiel über das Wetter gefreut, dass die Sonne schien. Gestern hat es geregnet, da habe ich mich gefreut im Wald über Fliegenpilze. Und ich habe also wie so ein kleines Kind mir die Freudfähigkeit bewahrt, dass ich jeden Tag ganz viele Dinge finde, über die ich mich freue, ja. Und das Letzte ist eben dieses auch miteinander reden, weil über meine Gefühle und Gedanken zu reden, da hat es das Wort Emotion genannt. Hm. Mal zu sagen, ich bin jetzt traurig oder ich habe Angst, also ich kann über Gefühle reden und mache das. Und teilweise rede ich auch mit Kunden, also ob das jetzt Studierende sind oder andere Kunden, die dann, ich kann nicht immer ein Sonnenschein sein. Und wenn ich dann mal nicht lächle, dann sage ich, heute geht es mir nicht so gut, weil so und so ist gerade Stress oder mein Mann liegt im Koma oder so, ja, wo die Leute dann immer denken. Ich finde das nur fair. Ich finde das nur fair gegenüber den Kunden oder den Coaches oder den Gästen, die man da hat. Ich muss zugeben, bei mir hat jetzt, also wir nehmen das zwar jetzt gerade zu einem anderen Zeitpunkt auf, trotzdem hat gerade mal meine Katze 3 Wochen gefehlt. Also ich weiß auch, dass ich da in einem Zustand war, der war jetzt zwar keine große Krise, aber es war auch eine, wo ich traurig war und in diese Traurigkeit beeinflusst meine Gesichtszüge. Und wenn ich jetzt Leute da habe, die sehr stark an sich selber zweifeln, dann muss ich das erklären. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man Emotionen, wenn man sie hat, auch ausspricht. Und ich glaube, dass das was ist, was unsere ganze Gesellschaft ein bisschen lernen kann, dass wir einfach offener damit umgehen, dass man sagt, hallo, bei mir ist es gerade nicht so lustig. Und deswegen sehe ich vielleicht auch nicht immer happy aus, aber ich möchte mich trotzdem über Dinge freuen dürfen, ohne dass ich immer irgendwie leidend aussehen muss, weil ich ja gerade eine Krise habe. Ja, also man darf auch lachen, wenn man einen Mann hat, der in Koma im Krankenhaus liegt. Ja, man darf auch trotzdem lachen und manchmal muss man dann vielleicht auch heulen. Ich habe da so eine Sache da, wo ich mich richtig geärgert habe und auch Ärger ist ein Gefühl, was man rauslassen sollte, ja. Und zwar habe ich eine Vorlesung gehabt, da lag mein Vater ewig im Sterben, ja, der hatte halt auch Krebs, gut, der hatte sein Alter, ja. Und die Studierenden waren sehr undiszipliniert, die haben sich nicht interessiert für das Thema, war Fachrichtung Steuern, die sind zahlenaffin und mit Personalmanagement hatten die nicht so viel am Hut, ja. Und da habe ich dann gesagt, ich wünsche, dass Sie jetzt mal ein bisschen mehr Disziplin zeigen und mehr mitarbeiten, weil mir geht es gerade nicht so gut und für mich ist das jetzt hier eine große Herausforderung, eine professionelle Vorlesung mit Ihnen hinzulegen, da mein Vater im Sterben liegt. Und da hat eine wörtlich gesagt, na dann bleiben Sie doch zu Hause. Und wenn man sowas sagt, wünscht man sich vielleicht ein bisschen was anderes, ne? So Verständnis oder Einfühlungsvermögen, Empathie. Aber was ich auch gelernt habe, dass ich
nicht sauer bin auf jemanden, der so eine Äußerung tätigt oder der nicht bei mir ist, sondern ich fokussiere mich eben auf die Leute, die bei mir sind, die Verständnis haben. Und zum Glück gibt es da auch genug von. Ne? Ja. Genau. Da ist immer die Frage nach der Alternative, bleibst du zu Hause, fällt es aus oder wird es verschoben? Ne? Und da ist auch immer so die Frage, wie kriegt man das denn noch hin? Die hat gar nicht weiter gedacht, weil so kurzfristig hätten die keinen Ersatzdozenten bekommen, weil ich bin ja extern. Und dann wäre die Vorlesung ausgefallen. Ja? Und wenn ich jetzt hier krank bin als Selbstständiger, dann bekomme ich auch kein Krankengeld wie jemand, der angestellt ist. Ne? Also für mich war das natürlich auch wieder was Finanzielles. Ja. Aber wir können natürlich auch mal über ganz praktische Dinge reden, weil wir sind ja jetzt alle mittendrin in einer Krise. Das ist eine Wirtschaftskrise, das ist eine Gesellschaftskrise, das ist eine Wertekrise, wie die Leute sich jetzt verhalten. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass es da sehr viel Solidarität einerseits gibt, für zum Beispiel Berufe, die jetzt nicht arbeiten gehen können, die kein Geld bekommen, ob das jetzt Künstler, Musiker sind oder Gastronomen, ja, aber auch viele Weiterbildner sind auch betroffen, weil alle Präsenzveranstaltungen mehr oder minder abgesagt werden. Ja. Und da finde ich, ist es wichtig, dass, ja, dass die Gesellschaft auch ein bisschen mehr zusammenrückt und nicht Einzelne auf Kosten der anderen ihr Leben weiterleben, als wenn nichts wäre, ja, und wie das gesagt. Das ist sehr spannend, weil da nämlich, glaube ich, auch ganz viel Unterschiedlichkeit drin liegt, dass jeder damit anders umgeht, und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass man eben über die Angst in der Krise tatsächlich mal so ein bisschen nachdenken oder aktiv nachdenken muss, ja, dass man die Angst in der Krise nochmal thematisieren muss, im Sinne davon, dass man sie sich anschaut und sagt, okay, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich jetzt damit reinziehen in dem, was mir so erzählt wird? Oder prüfe ich das, was mir erzählt wird? Gehe ich damit ruhig um, gelassen um? Du hast vorhin sowas gesagt wie, es ist so. Da kam bei mir so aus, ja, du hast auch gesagt, Emotionen und Neutralität, ne? Neutrale Betrachtung von Dingen. Da wären wir ja quasi bei der Realität oder beim Realismus, dass man sagt, okay, meine Wahrnehmung sagt zwar jetzt, oh Gott, große Katastrophe, ja, und dann kann ich sagen, okay, große Katastrophe ist mir zu emotional, ich möchte mir das in Ruhe anschauen, eins nach dem anderen, damit ich für mich bewerten kann. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel in der Krise, dass man die eigene Bewertung einfach nochmal anschaut. Was genau ist es? Und habe ich da irgendwie eine Lösungsmöglichkeit? Also was für eine Handlungsmöglichkeit habe ich? Weil alles das, was du uns so aufgezählt hast, was du gemacht hast, hat ja ganz viel mit Selbstwirksamkeitswahrnehmung zu tun. Dass ich also in der Lage bin zu überlegen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich kann das und das tun und damit komme ich zumindest über diese Krise weg oder kann, wie du sagst, 3, 5 Jahre später vielleicht rückblickend ein bisschen drüber lächeln. Genau, also du hast gerade gesagt, Selbstwirksamkeit, das finde ich total wichtig. Und dann hast du noch gesagt, Bewertung. Mhm. Und die Geist hat da mal irgendwo so ein Video in den Social Medien rum, also über Krieg und Bomben und Hunger und aufgeblähte Bäuche, dass so dieses, dass das jetzt nicht mehr so ist, wie wir uns das wünschen, dass das total aufgebläht wird, ja, und es Menschen, also wirklich fühlende Wesen in dieser Welt geht, die haben ganz andere Krisen zu meistern. Da ist jetzt noch Krieg und da ist Hunger und die haben kein Dach über den Kopf. Ja. Ja? Da, das ist aus meiner Sicht Jammern auf hohem Niveau, dass sie nicht mehr essen gehen können, keine Party mehr machen. Und das bewertet halt jeder anders. Und was die große Gefahr ist aus meiner Sicht, dass bei Ängsten einerseits, aber bei Ärger noch viel mehr eine sehr hohe Emotionalisierung stattfindet. Mhm. Und das ist dann das, was sich dann teilweise in Frustration, Aggression äußert. Und da haben wir einerseits aggressive Handlungen verbal, aber wir haben natürlich auch, ich sag jetzt mal, aggressive Akte gegen Busfahrer, der sagt, setzen Sie mal Ihre Maske auf oder so. Mhm. Ich dann sage, es ist überhaupt gar keine Verhältnismäßigkeit mehr gegeben. Ja. Und ich bin zwar keine Philosophin, aber ich sehe das Ganze schon ein bisschen mit Unbehagen, weil unsere Gesellschaft jetzt dadurch immer noch mehr auseinanderfällt. Es gibt einfach die Nutznießer der Krise, denen es richtig gut damit geht. Ja, das sind sehr wenige. Und dann gibt es die da richtig von gebeutelt sind. Und ich will die gar nicht alle aufzählen, weil ich glaube, ich würde ein paar vergessen. Mhm. Aber was ich da wichtig finde, ich glaube, das ist zwar sehr abgehakt, aber
eine Krise hat ja, das hat Kenneth Lima in auch ein Zitat, glaube ich, gesagt, dass im Chinesischen hat Krise ein Zeichen und das steht einerseits sowohl für Gefahr, also Krise ist eine Gefahr, ja, fürs Leben, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie und so weiter, aber andererseits auch eine Gelegenheit. Und ich finde, so eine Krise ist eben auch eine Gelegenheit, mal innezuhalten und zu sagen, was habe ich bisher, wie habe ich bisher gelebt und was wünsche ich mir und wie kann ich meine Wünsche in dem neuen Kontext jetzt trotzdem noch leben. Ja, es ist ja nicht so, dass als mein Mann da wirklich sterbenskrank war, ich nicht Kultur genossen habe oder gelacht habe oder auch mal gesungen habe. Und diese jetzige Krise ist dann auch nochmal ein Zeitpunkt innezuhalten, wie wird hier das Geld verteilt? Also ich sage jetzt mal, beispielsweise der Lufthansa wäre Milliarden irgendwo reingeblasen und wo bleibt das Geld für die Kitas zum Beispiel? Ja, jetzt habe ich gerade im Nachhinein gehört, 300.000, wie viele Kita-Plätze fehlen. Ja. Ja. Es ist, glaube ich, insgesamt sehr spannend und wir gehen hier gerade in so eine andere Richtung rüber, wo Krise natürlich noch mal viel breiter aufgestellt ist. Ich habe das Gefühl, da können wir wirklich noch eine ganze Weile drüber schwätzen. Ich bin an dem Punkt jetzt, wo ich sage, ich glaube, auch da sind wir alle angehalten, dass wir mit einer relativ realistischen und neutralen Art uns die Dinge anschauen. Und auch wenn wir merken, okay, da lässt einer den anderen irgendwie nicht ausreden oder macht irgendwie komische Posts oder so, dass wir dem einfach nicht so viel Rückenwind geben, ja, dass wir da nicht so viel Aufhebens drüber machen, weil ich habe letztens zu jemandem gesagt, stell dir vor, es ist Krieg und es geht keiner hin und stell dir vor, das macht auch irgendjemand. Ja, dass wirklich das einfach nicht mehr gehypt wird, wenn irgendjemand was Blödes erzählt, sondern dass die Leute bei sich sein und sagen, okay, manchmal ist das, was Peter über Paul sagt, mehr das, was Peter ist als Paul. Und dann kann man es einfach stehen lassen, kann sich seinen Teil denken und gut ist. Und dann versagt das wieder. Und das heißt, wenn man sich dann mit der Wahrnehmung auf was hinrichtet, wo die Lösungen, wo Lösungen angestrebt werden, wo vielleicht auch diese Chance gesehen wird oder diese Möglichkeiten, dass dort sich Gruppierungen zusammenfinden, die sagen, okay, dann lasst uns doch mal gucken, wie ist denn das hier verteilt und wie funktioniert das und kann das weiterhin so funktionieren oder wie können wir damit umgehen? Ne? Gibt es Berufe, die in Zukunft irgendwie sich verändern müssen oder gibt es Dinge, die wir anders machen können oder gestalten können, damit die Leute auch ihrer Arbeit nachgehen können? Ich finde, da ist sehr viel Potenzial drin, da gibt es ganz viele Unterschiede und wie wir schon sagten, also mit Selbstverantwortung oder mit Selbsthandlungsfähigkeit erleben oder eben auch Bewertungen nochmal genau zu überdenken, sind wir da gut dabei. Bin schon gespannt, wo das hingeht. Ja, das finde ich eine richtig gute Schlusssequenz auch zu dem Thema. Ne? Also man muss sich ja dann nicht in Schleifen zu dem Thema Krisen drehen. Also genauso wie Krisen und auch bei Konflikten ist es so, dass ich sage, das ist eine Chance auf was Neues. Du hast eben gesagt, auch Innovation. Und da finde ich wichtig, Krisen werden sehr häufig durch externe Dinge angestoßen. Also ich zum Beispiel, dass jetzt wieder bestimmte Unternehmen viel mehr in Deutschland produzieren. Ja? Oder die Energiewende wurde durch Fukushima, was ja auch eine Krise war, angestoßen. Und wenn unsere Zuhörerinnen da draußen selber in einer persönlichen Krise stecken, dann wollen die natürlich nicht so viel Allgemeines drumherum hören. Und was ich da einfach ganz wichtig finde, ist so eine gewisse, ich sag mal, Ruhe, Gelassenheit. Was wünsche ich mir? Was ist jetzt gerade schwer? Und dann drüber nachzudenken, wenn ich zum Beispiel bisher nicht um Hilfe gebeten habe, auch um Hilfe zu bitten. Oder auch mal Nein zu sagen, was ich bisher vielleicht nicht gemacht habe. Ja. Also wir haben die Chance, aus meiner Sicht, uns in Krisen persönlich weiterzuentwickeln. Und ich sag mal, vor einem Jahr hätten wir hier, glaube ich, beide nicht gesessen und eine Zoom-Sitzung gemacht. Ne? Also ich habe jetzt seit März unwahrscheinlich viel in digitaler Kompetenz mich entwickelt, was vorher für mich überhaupt kein Thema war. Also ich mache jetzt Coachings online, ich mache ganze Führungskräfteseminare online und auch interaktiv und wir können da auch Spaß mit haben, wo ich vorher immer gesagt habe, niemals, nicht irgendwas Persönliches. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel so mein Learning aus dieser Krise und dass es immer irgendwie weitergeht und dreist, wenn man jetzt einen Verlust hat, wie bei meinen Freunden, wo die Tochter verstorben war, die leben ihr Leben jetzt ohne ihr Kind, was sie immer in ihrem Herzen haben. Und ich finde das sehr bemerkenswert, dass beide trotzdem sehr glücklich sind. Und das finde ich einfach wichtig.
Ja, ich glaube, dass das auch ein bisschen in dieser Krise steckt, so ein bisschen drin. Finde dein Ziel, wie du selber da rauskommen willst und wie du selber in dieser Krise agieren willst. Und da sind wir bei dem, was du eben gerade gesagt hast, dass wir uns jeder muss sich quasi seinen eigenen Weg machen. Aber auf diesem Weg gibt es genug Unterstützung, ja, und auch Hilfe, wo man sie vielleicht gar nicht so erwartet, beim Nachbarn oder bei Freunden, genauso wie bei, ja, Coaches wie uns, die eben dafür da sind und dann unaufgeregt dafür Platz oder Raum bieten, dass man über Dinge reden kann, die sonst vielleicht auch unaussprechlich sind. Ich danke dir ganz herzlich, ja, dass wir so ausführlich darüber mal sprechen konnten. Ja, gerne. Ich will noch mal auch ergänzen, also oder noch mal hervorheben, was du gerade gesagt hast. Also das eine sind Freunde, Leute, die nah bei uns dran sind. Das andere sind Coaches, klar, die müssen auch bezahlt werden. Aber was ich auch wichtig finde, ist auch in tiefsten Krisen. Es gibt Leute, die wirklich in Depressionen sind und selbstmordgefährdet, suizidgefährdet. Eine Freundin von die Tochter hat eine postnatale Depression gekriegt, die wollte nicht mehr leben und das Kind ist jetzt ein halbes Jahr. Ja, dann muss man halt Wege finden, eine Krisenintervention anzusprechen. Also da gibt es einfach Hotline kostenlos und anonym. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich auch Ja, wirklich Hilfe zu holen. definitiv, Nicht jeder stimmt. liest sich jetzt ein Buch durch oder sucht einen Coach oder surft im Internet. Ja, Also, hilfreicher Hinweis, danke dir nochmal, ja. ja, das fand ich jetzt nochmal gerade wichtig, weil ich habe auch zum Beispiel eine Freundin, wo die Tochter hat Suizid gemacht, weil die drogenabhängig war. Also wir Okay. könnten immer wieder noch von vorne anfangen. Also du hast jetzt eigentlich schon ein Schlusswort gehalten. Ein wichtiges Thema, was wir auch nur angetippt haben. Vielen Dank für das Interview. Können wir ja auch nur, wir haben nur eine begrenzte Zeit. Ich weiß selber, dass dieses Thema so groß ist, dass man da immer wieder drüber sprechen kann. Deswegen gerne auch, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wendet euch gerne an uns. Also wir machen wieder einen Text runter, dass ihr unsere Kontaktdaten auch da habt. Von daher freuen wir uns auf eure Fragen vielleicht auch. Von daher einfach mal melden, ausprobieren und mal gucken. Vielen Dank dir, liebe Ines, dass du dir die Zeit genommen hast. Mein Name ist Heike Eva-Maria Jenicke. Ich habe irgendwann mal gefragt, Mitte diesen Jahres, so, wer möchte denn mit mir mal über irgendein Thema sprechen und wenn, welches Thema wäre das? Und da ist die Ines jetzt schon das zweite Mal da. Deswegen vielen Dank, das ist echt wirklich wunderbar. Einfach, wenn euch das gefallen hat, ja, ein Like drunter ist klar. Und vielleicht habt ihr auch irgendwie Spaß und sagt, ich hätte da auch noch ein Thema, dann meldet euch gerne und wir schauen, was wir daraus machen können. Ja, macht's mal gut. Und wie gesagt, sorgt für euch selbst, wenn ihr in eine Krise kommt. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich der erste Anlaufpartner, bist du selbst. Und dann werden ganz viele Hände da sein, die euch helfen. Alles Gute und bis bald.